Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video von meiner Gold-Tagebuch-Reihe präsentieren. Heute wollen wir mal reinschauen, wie viel Gold ich im letzten Monat oder beziehungsweise etwa so 4 Wochen erwirtschaftet habe. Und dadurch, werden wir jetzt mal ein bisschen gucken, ein bisschen Postkasten reinschauen. Ich werde euch das ein oder andere erzählen, was ich so die letzte Zeit an Gold gemacht habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit meinem Main. Bevor wir jetzt hier das Gold aber aus dem Briefkasten rausholen, werden wir jetzt erstmal schauen in die Tabelle, die ich schon seit längeren führe, wie ihr hier seht. Und zwar waren wir das letzte Mal stehen geblieben bei 44,4 Millionen auf Main Account und 98 Millionen auf dem Second Account. Zusammen sind es um die 142 Millionen. Das letzte Mal hatten wir ja einen ziemlich großen Gewinn. Knappe 40 Millionen lag einfach so ein bisschen dran, weil da halt gerade dieser Legendary-Rausch mit Patch 9.2 kam und dementsprechend da einiges an Gold quasi rumkommt. Ich vermute jetzt tatsächlich, dass wir wesentlich weniger machen werden. Und ja, ich hoffe aber, dass wir zumindest genug machen, um meine Ausgaben zu decken und zusätzlich die Konsumausgaben, die ich ja auch immer habe. Ich kaufe mir immer T-Mark und andere Geschichten, die nicht gerade günstig sind, dass wir die auf jeden Fall auch gedeckt bekommen. Und vielleicht haben wir dann sogar noch einen kleinen Gewinn mit oben drauf, dass wir halt das Overall-Gold ein bisschen steigern können. Ich habe jetzt gemerkt, über die letzten Wochen, du hast natürlich diesen Peak gehabt mit 9.2, da wollten alle ihre Legendaries auf 7 upgraden. Beziehungsweise dann das zweite Legendary, ne, was man dann auch nochmal sich bauen konnte. Und da gingen die Verkäufe richtig gut raus. Die Mats waren auch sauteuer. Mittlerweile sind die ganzen Sachen ja übelst runtergedroppt. Ne? Wenn wir jetzt reinschauen, zum Beispiel Legendary Essence, die war ja teilweise im Peak bei 40, sogar fast bei 50.000 Gold, eine einzige. Und jetzt sind die hier auf Blackmore bei knappen 4.000, 5.000 Gold. Ne? Auf Erida, beziehungsweise auf Anto habe ich die jetzt schon auf 3.000 Gold runterdroppen sehen. Auf manchen Servern sind sie tatsächlich sogar noch weiter unten. Also da sind die Preise natürlich ziemlich in den Keller gegangen. Mit diesen Legendary-Preisen sind natürlich auch die Preise für die Legendaries runtergegangen und dann sind auch die Gewinnspannen ein bisschen geringer. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was ich jetzt noch in Gold über habe. Und zwar, ich habe auf dem Main-Account noch 27,5 über und auf dem Second-Account sind es noch 72, bisschen was. Heißt, wenn wir es jetzt großzügig aufrunden, haben wir jetzt quasi noch um die 100 Millionen Gold auf dem Account. Heißt, wir haben etwa 40 Millionen ausgegeben, investiert, um wieder Mats zu kaufen und Sachen craften zu können. In diesen 40 Millionen sind nicht nur quasi Ausgaben fürs Craften, sondern ich habe nochmal etwa 1,5 Millionen für Konsumausgaben ausgegeben. Das setzt sich halt einmal zusammen aus Thema-Sachen, die ich gekauft habe, aus Rezepten, die ich im AH gekauft habe, beziehungsweise auch einfach Kosten zum Craften für meine Berufe, um einfach so ein bisschen mir Rezepte noch fürs Collecten zusammenzuholen. Also das sind nicht Craft-Kosten, die ich dann wieder zu Gold mache, sondern Craft-Kosten, wo ich einfach irgendwelche Wortel-Rezepte hole oder sowas, ne, die ich einfach nur fürs Collecten haben will. Genau. Gut, jetzt schauen wir mal rein, was drin ist. Also fangen wir mal an, würde ich sagen, mit Main. Und da haben wir im Postkasten Folgendes. Wir haben 1441 Verkäufe. Auf der ersten Seite sind 1,6 Millionen. Ich habe jetzt hier schon 6,8 im Briefkasten, nicht im Briefkasten, hier im Inventar. Liegt einfach daran, ich muss wieder ein bisschen Gold zurückschicken. Ich hatte das letzte Mal die Problematik, dass ich hier nur 2 richtige Ali-Chars auf dem Server habe und einfach Lagerprobleme habe. Ich werde es jetzt wahrscheinlich diesmal einfach auch wieder im Postkasten tatsächlich lassen. Gut, dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt einfach mal das Gold hier raus und dann gucken wir mal. Ich denke mal, das erste Cap werden wir relativ zügig zu meinem Zwink rüberschicken müssen. Und dann schauen wir mal. Was ich hier übrigens hauptsächlich am Verkaufen bin, falls ihr die letzten Videos nicht gesehen habt. Ich habe hier alle möglichen Sachen drin, unter anderem verkaufe ich halt mit dem Main hier, ne, weil ich halt nicht wirklich in andere Chars noch habe, auch so Sachen, die ich so beim normalen Questen bekomme, Harmoniepartikel, hier diese Keulen und so, das sind aber die kleineren Punkte. Das meiste, was ich hier tatsächlich umsetze, sind Legendaries vom Lederer, da habe ich halt die kompletten Items alle bis auf Rang 7 hoch. Ne? Ich habe halt sowohl die Upgrades aus Cortia als auch die Upgrades quasi hier aus Sarah Mortis und ich habe alle Sachen auf 4 abgegradet, sowohl beim Schmied als auch hier beim Schmied und beim Lederer. Ne? Also sowohl
Kirschner, Kirschner sage ich, sowohl Leder als auch schwere Rüstung. Und dann verkaufe ich halt hier auch noch die anderen Sachen, ne? Die normalen blauen Items mit Upgrade-Slots auf 233 bzw. 262. Und da kommt auch noch ein bisschen was zusammen. Die verkaufen sich zwar jetzt nicht so riesig, aber die kleine Mark, ne, summiert sich quasi da auch ein bisschen zusammen. Gut, wir sind jetzt einmal schon am Cap oben. Jetzt schicken wir das mal auf den Twink rüber. Jetzt gucke ich mal, dass wir den richtigen auswählen. Das ist der hier. Und dem schicken wir jetzt einfach 9999. Zack, 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 zack. Einmal rüber. Und jetzt holen wir mal den Rest noch raus. Ich kann es euch vielleicht ein bisschen angenehmer machen zum Angucken. Warte mal, ziehen wir das mal hier raus. Dann seht ihr auch, wie etwa die Preise hier auf dem Server sind. Also diese Riesenbeträge sind hier tatsächlich nicht mehr dabei, ne? Am Anfang von 9.2 war es ja so, dass man teilweise Legendaries für 200k, 180, 150k verkaufen konnte. Diese hohen Beträge hast du jetzt nichts mehr. Die meisten Legendaries gehen jetzt vielleicht zwischen 20 und 50, vielleicht 60k noch weg, ne? Einfach weil die Mats halt wesentlich günstiger geworden sind. Und dann sind halt auch die Gewinnspannen nicht mehr so riesig. Ich hoffe aber, dass wir dennoch ein bisschen was an Gold rausziehen werden. Und diese ganzen Kleinbeträge, die wir zwischendrin haben, ist halt dann auch noch das, ne, diese 233er Sachen, die sind meistens so für 2k verkaufe ich die. Und die 262er, die liegen halt zwischen, ja, zwischen 4k würde ich jetzt mal sagen und 10k, sowas um Dreh rum. Ja, mir wird hier im Streamchat schon geschrieben, man könnte auch die TSM-Ansicht anschauen, ist aber da immer ein bisschen schwierig, weil ich halt immer nur jeden Monat einmal das Zeug rausnehme und dann hast du einmal diesen riesen Sprung drin und siehst da halt keine schönen Graphen. Deswegen ist der jetzt für meine Zwecke tatsächlich nicht ganz so geeignet. Aber prinzipiell könnte man den auch nehmen, ja. So, wir sind jetzt schon bei 5,8 Millionen, also ich denke mal, ein Cap ist hier auf jeden Fall noch drin, wenn nicht sogar noch eins. Und dann habe ich halt wieder die Problematik mit dem Lager, ne? Da hatte ich ja letztes Mal schon überlegt, wie ich es mache, ob ich mir noch eine Gildenbank erstelle oder ob ich anderweitig mit dem Gold was anfange hier auf Blackmoor. Mittlerweile haben sich aber die Ereignisse so ein bisschen gewandelt. Blizzard hat ja beschlossen, dass man dann auch Gold zwischen Horden und Allianz-Charts mit Patch 9.25 verschieben werden kann. Und dementsprechend habe ich ja das Glück, dass ich noch auf Blackmoor von früheren Zeiten auf meinem zweiten Account Chars habe, zwar Horden-Chars, und da kann ich dann das Gold quasi rüberlagern, das ist ganz schön. Ich habe ja mal eine Weile auf der Horden-Seite geradet auch und da hatte ich die Chars noch tatsächlich ein bisschen rumliegen. Die sind auch, glaube ich, alle Level 50, ne? Die müsste ich mal irgendwann dann leveln. Gut, dann haben wir hier nochmal ein Cap, dann schicken wir das auch nochmal rüber an den Char hier. Zack, 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 machen wir das mal so. Gut, mal gucken, ob wir noch einen Cap rausziehen. Ich denke mal, das könnte ausgehen. Ich muss mal gucken, ne? Die Sachen sind halt immer nur 30 Tage drin, danach laufen sie aus. Also wenn ich länger warte, dann ist das Gold tatsächlich weg. Ich habe jetzt dann noch paar andere Charts, die ich euch zeigen will. Zum Beispiel habe ich noch dann einen Druid, wo ich so ein bisschen alles Mögliche verkaufe auf Antonidas. Der hat so ein bisschen Transmog, bisschen Pets, alles Mögliche, was ich so bekomme und das haue ich immer wieder mal her. Ehrlich gesagt kommt da nicht sonderlich viel rum, aber so Kleinvieh macht über die Zeit halt tatsächlich auch Mist. Und da habe ich halt keine Investitionskosten und das ist dann immer eine ganz schöne Sache. Dann habe ich noch einen Char, wo ich quasi Stoffsachen und Schmiedsachen verkaufe auf Antonidas, ist dasselbe wie hier, auch mit Legendaries, 233er Teile, 262er Items. Dann habe ich noch meinen Hunter auch auf Antonidas, mit dem verkaufe ich Juwe und Ledersachen, dass ich da die ganzen Legendaries abdecke und halt auch die 233, 262er Sachen. Und dann haben wir noch mittlerweile auf Lothar einen Char, wo ich halt alles mögliche verkaufe. Der hat auch ein bisschen Schneider-Stuff noch dabei, weil ich das halt für mein Collector-Zeug eh geskillt habe. Dann dachte ich mir, komm, ein bisschen was kannst du dann mit dem quasi auch noch verkaufen. So, Dala, so wie es jetzt aussieht, kriege ich das Cap auch noch zusammen. 7 Millionen haben wir jetzt schon wieder. Und ihr seht, die älteren Sachen, da sind teilweise noch die Preise ein Ticken höher gewesen. Da haben wir noch teilweise ein bisschen höhere Verkäufe, teilweise auch mal 65k, 60k drin. Aber das geht halt immer weiter nach unten, ne? Wenn man jetzt rechnet, man kann teilweise jetzt dieses Legendary Mud-Ding für 10k herstellen. Und dann gibt es manche von diesen Items zum Craften. Warte, ich kann es euch jetzt mal schnell zeigen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reingucken, die Legendary-Materialie ist jetzt hier bei 11.000 Gold, ne?
Und dann gibt es halt das ein oder andere, was man halt hier craften kann für vielleicht, naja gut, jetzt ist das hier blöderweise buggt. Hier hat man jetzt gerade eins gesehen, 7k. Also dann kann ich eine Legendary herstellen in Rang 7 für schlappe 20k Gold, ne? Wenn du es dann für 25k verkaufst, hast du schon Gewinn gemacht. Also deswegen sind die auch mittlerweile so günstig geworden. Gut, dann schicken wir nochmal ein bisschen was rüber. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir nicht nochmal einen Cap rüberschicken, sondern nur noch 5 Millionen. Ich denke mal, dann müssten wir hier nochmal auscappen können. Was haben wir jetzt? Ich habe jetzt quasi auf dem anderen Chart zweimal Cap rübergeschickt. Plus dann nochmal Cap auf dem anderen Chart. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt hier auch nochmal knapp einen Cap zusammen, oder? Na, wahrscheinlich nicht ganz. Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, aber dann haben wir wieder auf jeden Fall einiges Gold hier auf Blackmore. Und dann muss ich halt warten, bis der Patch kommt, nur dass ich es dann ein bisschen aufteilen kann. So muss ich es halt einmal im Monat immer rausnehmen, wieder rüberschicken. Ist ein bisschen anstrengend, aber ich habe halt leider keine Char-Slots mehr, die ich vergeben kann. Na doch, kriegen wir sogar noch mehr zusammen als ein Cap, ne? Muss ich noch ein bisschen mehr rüberschicken. Ja, haben wir auf jeden Fall ganz gut was plus gemacht. So, da sind jetzt dann noch 700.000 drin. Gut, dann schicke ich halt jetzt noch eine Million rüber. So, okay. Also, dann haben wir jetzt im Postkasten quasi 20 Millionen, 25, 26 Millionen. Gut, das wäre dann der erste schon mal fertig. Heißt, haben wir auf dem Main-Account die 30 plus die 26. Da sind schon mal über 50. Okay, dann können wir eigentlich bei dem schon mal umloggen. Und zwar könnten wir da nochmal auf den Hexer gehen tatsächlich. Also da habe ich jetzt mein Gold quasi zwischengelagert. Jetzt gucken wir einmal auf den Hexer. Hier. Und derweil können wir einmal hier schauen. Das ist dieser besagte, ich verkaufe alles mögliche Char, ne? Der hat jetzt hier gerade mal 66 Verkäufe, 86.000 Gold und ihr seht, das ist alles mögliche, ne? Von irgendwelchen Stoffen über tatsächlich Pets, auch teilweise ein bisschen Transmog und so dabei. Da kommt nicht viel rum. Teilweise bin ich es auch ein bisschen leid, das immer wieder reinzustellen, weil das sind halt schon einige Sachen, ne? Wenn ihr hier seht, hier durchgehen, da ist halt viel Stuff dabei. Ich müsste mal gucken, wie viel jetzt das allgemein ist. Gut, das sind jetzt nur noch 340 Items, ne? Aber trotzdem, das ist halt immer so ein bisschen leidig, das immer wieder in Sahara reinzuschmeißen. Auch das nehmen wir jetzt mal raus, 80k haben oder nicht, ne? Ich habe zwar immer ein paar Einstellkosten, aber das geht tatsächlich. Das stelle ich auch nur alle paar Tage ein, ne? Immer wenn ich dran denke, dann haue ich das Zeug einmal rein. Gut, dann können wir hier gleich nochmal umloggen. Jetzt würde ich sagen, switch ich nochmal auf Monk rüber. Und dann gucken wir mal erstmal beim Hexer zwischendrin nochmal, was wir da so haben. Gut, dann sind wir hier auf dem Hexer. Der ist einmal auf Lothar, mit dem verkaufe ich wie gesagt ein paar Schneidersachen, nicht die Legendaries, sondern nur so ein bisschen zu 33er. Das rentiert sich so halbwegs. Hier sind die Preise relativ gut, weil es halt ein Low-Pop-Server ist und dann kaum Zeug drin ist, dann kannst du noch gutes Gold nehmen und halt alles mögliche an Crap, ne, von Mats über auch teilweise T-Morg und ja, alles mögliche, was ich hier so hab. Schauen wir mal, was wir hier nochmal rausziehen. Da sind nochmal 90k so drin. Mal gucken, vielleicht sind es so 100, 200k, ne, was wir hier haben. Hier habe ich tatsächlich auch mehr Verkäufe, ne, als auf dem Char of Anto. Das wundert mich fast ein bisschen. Aber das ist halt so ein bisschen auch der Vorteil vom Low-Pop-Server. Wenn du ein Item verkaufst, sind zumeist die Gewinnsparen wesentlich höher. Auf dem High-Pop-Server ist da verkauft zwar von der Quantität viel, viel mehr, aber die Gewinnspannen sind meistens niedriger, weil du so viel Konkurrenz hast, dass die Preise immer ständig ziemlich low droppen, ne? Ich habe es jetzt auch gemerkt, ich habe mit meinen Twinks hier auf Lothar ein paar Sachen kaufen wollen im Auktionshaus, auch teilweise Leder und so, wo ich jetzt keinen Char habe, wo ich es herstelle. Und das Zeug ist so teuer, da kosten teilweise 233er Sachen einfach fast 10.000 Gold. Da kriegst du auf Anto die 262er günstiger, also weiß nicht, da sind irrsinnige Gewinnspannen einfach da. Gut, hier wird das Leder wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein, aber ich glaube, das rechtfertigt sich trotzdem nicht. Ja gut, 241k, kann ich jetzt eigentlich nicht meckern, ne, was wir hier rausgezogen haben.
So, ich würde sagen, jetzt logge ich da nochmal um auf den Priester, dass ich dann am Ende auch sicher bin, dass ich die richtigen Werte tatsächlich habe. Nicht, dass ich mir jetzt dann irgendwie wieder ein bisschen verguckt habe mit dem, was ich dem Char rübergeschickt habe. Also nach Blackmore müssen wir. Und dann einmal hier den Priester. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt beim Hunter nach. Ach, zu dem bin ich jetzt als erstes gelockt. Mit dem verkaufe ich ja hier auf Anto, wie gesagt, die Juve-Sachen und die Ledersachen. Und warte mal, da können wir jetzt auch mal hier einmal den Chat aufmachen. Und guck mal, was wir hier so rausgezogen haben. 700k habe ich noch im Inventar. Ich habe ja hier auf verschiedenen Chars ein paar Goldcaps auf Antonidas verteilt. Ne? Ich habe ja 60 Millionen hier noch gelagert quasi. Jetzt werden jetzt wahrscheinlich noch die ein oder andere Million dazugekommen. Und hier ist halt einfach das Schöne, dass ich sehr viele Chars habe. Ne? Also da könnte ich auch, ich glaube, ich habe über 20 Chars auf Antonidas auf beiden Accounts zusammen. Also ich könnte auch 200 Millionen lagern. Ne? Also da habe ich auf jeden Fall keine Lagerschwierigkeit. Ich denke mal, hier sind es halt auch 1400 irgendwas Mails gewesen, ähnlich viele wie auf Main. Das Schöne ist, auf dem Char verkaufe ich halt nicht nebenbei auch noch zu Mats und sowas, weil ich halt dafür den Druid habe, den ihr vorhin gesehen habt auf Antonidas, und da kann ich das auslagern. Hier sind wirklich nur Craft-Items, deswegen wird wahrscheinlich hier bei dem Char auch mehr am insgesamten Gold rumkommen. Und auf Antonidas sind die Preise, was Legendaries angeht, noch ein Ticken besser als auf Blackmore. Irgendwie ist Blackmore eine ziemlich, ein ziemlich schlechter Server, was das angeht, weil halt sehr, sehr viel Konkurrenz ist. Hier ist auch gut Konkurrenz, aber mir scheint, auf Blackmore ist noch ein Ticken mehr tatsächlich. Blackmore ist, glaube ich, auch ein Ticken größer, ne? Da ist sowohl Horde als auch die Allianz relativ stark und dementsprechend sind halt verdammt viele Spieler und dementsprechend auch viele, die halt Gold machen wollen, ne? Ist ganz klar. Schauen wir mal. Naja, gut, aber es zieht sich trotzdem ein bisschen, ne? Bis wir das Cap zusammenkriegen. Hier habe ich halt vor allem sehr viele so kleine Sachen auch verkauft, sehe ich gerade. War noch schön, wo am Anfang die Legendaries so hoch waren und dann eine Seite an Gold, ne, was 100 Items ja immer entspricht, teilweise 6, 7 Millionen schon alleine waren. Die Zeiten sind natürlich jetzt vorbei, jetzt ist eine Seite 1 bis 2 Millionen Gold maximal und drüber hinaus wird es halt dann eher schwierig. So. Haben wir denn jetzt 7,6? Da rattert es immer nur rein. Muss bloß echt immer gucken, ne? Wenn das ausläuft, dann wäre es echt bitter. Man kann sich zwar theoretisch die Sachen über den GM zurückholen lassen, also wenn dann dir Gold ausläuft. Ich glaube, über die Gegenstandswiederherstellung geht das tatsächlich nicht, dass man sich das Gold holt. Aber über den GM kann man es sich theoretisch wiederherstellen lassen. Aber das ist mal halt ein riesen Hackmack, ne? Also das will man eigentlich eher vermeiden. Mir ist auch schon mal einiges ausgelaufen. Ich glaube, weniger an Gold, mehr an Items, ne? Und dann war ich aber teilweise auch zu faul, das über die Gegenstandswiederherstellung dann alles wiederherzustellen, weil das halt auch viel so Crap-Transmog-Sachen waren. Gut, das erste Goldcap haben wir rausgeholt. Jetzt muss ich mir einen Char raussuchen, an dem wir das schicken. Nehmen wir mal den Dark Teli, der hat 8 Gold, der kann dann ein bisschen was zwischenlagern. Wo ist er denn? Gelöscht den Char, weil den sehe ich hier jetzt gar nicht. Anderen, welche hatten dann auch noch was offen? Der Monkeys, den könnten wir nehmen. Den gibt's noch, okay. Dann machen wir so. Muss immer bloß gucken, dass ich nicht zu viel schicke, weil sonst kann ich das nicht aus dem Postkasten nehmen. Gut, das müsste passen. So, erstes Goldcap haben wir weg. Also ich denke mal, wir werden jetzt noch eineinhalb auf jeden Fall rausziehen, vermute ich jetzt mal. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir fast ein bisschen mehr kriegen. Aber hier seht ihr, ne, da waren die Sachen noch teilweise ein bisschen höher. 75.000, das waren wahrscheinlich Legendary Items, 56. Da hast du noch ein bisschen mehr gekriegt. Aber das sind halt auch jetzt schon knappe 2 Wochen her, ne. Du merkst halt, jede Woche gehen die Preise halt ein bisschen weiter runter mit den Legendary Materialien. Mal gucken, wie weit sie dann tatsächlich runter sinken. Ich bin ja auch schon ein bisschen so am Überlegen. Es kommt ja ein Patch 9.25, ne. Und ich aus Sicht quasi eines Verkäufers im Auktionshaus mit den Legendaries bin halt überlegen, ob Blizzard dann nochmal neue Legendaries einfügt, ne? Weil du wirst ja dann mit der neuen Season höheres PvP-Gear haben,
im M Plus droppt höheres M Plus Gear. Im Raid soll ja auch irgend so ein komischer Affix kommen, wo man dann auch höheres Gear anscheinend kriegen kann. Also das Gear wird dann wahrscheinlich wieder um 26 Item-Punkte oder Gear-Score-Punkte steigen. Und dementsprechend müssten ja damit auch das Legendary-Zeug steigen, ne? Weil du ja dann sonst die Problematik hättest, dass deine Legendaries unter dem Item-Level sind, was dein normales Gear ist, ne? Könnte vielleicht auch sein, dass du das so lasst, aber ich würde vermuten, dass es, wenn dann die Legendaries einfach hochsetzen vom Item-Level, ohne dass du was Neues herstellen musst, also dass der Rang 7 einfach höher wird. Oder sie bringen halt noch einen Rang 8 raus, ne? Und da ist halt dann die Frage, da sie ja keine neue Zone oder sonst Content bringen, wird es wahrscheinlich keine neue Materialie geben. Sollte der Fall eintreten, sie bringen quasi einen neuen Rang raus, dann heißt es, dass diese Essenzen, die wir jetzt haben, quasi wieder groß vonnöten sein werden für einen Rang 8, der vielleicht dann 3 oder 4 von den Dingern kosten wird. Und dann gehen die Preise natürlich wieder hoch, ne? Und dann bin ich so ein bisschen überlegen, ob ich ein bisschen stockpile von dem Zeug. Wenn dann natürlich kein Rang kommt und ich stockpile und das Zeug immer günstiger wird, dann ist das halt eher eine schlechte Idee. Deswegen bin ich da noch ein bisschen am Warten. Aber ja, ich bin da überlegen, sobald ich irgendwas höre davon, ne, werde ich wahrscheinlich sofort anfangen zu stockpilen und ein bisschen was aufzukaufen. Weil man sieht ja immer, wenn dann neue Ränge rauskommen, dann kommen die großen Verkäufe, ne? Dann ist das große Gold zu holen. So, wir haben jetzt noch 250 Mails drin, sind jetzt fast wieder am Cap. Denk mal, ein komplettes werden wir gar nicht mehr rausziehen danach. Wahrscheinlich nochmal so 500.000, schätze ich, ja. Gut, dann schicken wir jetzt an noch einen Char Gold, und zwar... nur noch... ich kann eigentlich den Tela DH nehmen, auf den brauche ich eh Gold. Schicken wir zum Tela DH. Mal, halt, das ist der falsche. Ihn, Taylor DH. Hier schicken wir da mal 5 Millionen hin. Will nämlich am Ende bei dem nochmal auf dem Cap landen, tatsächlich. Weil mit dem bin ich ja dann auch wieder am Craften, ne? Und da muss ich dann immer schauen, dass ich dann am besten ein Cap einmal habe. Dann kann ich das bis zum nächsten Gold-Opening quasi in Anführungszeichen runterwirtschaften. Na, da seht ihr, wenn die Sachen orange wären, dann sind es nur noch wenige Tage. Hier sind jetzt nur noch 4 Tage. Die letzten Sachen werden dann wahrscheinlich 2-3 Tage noch sein, ne? Und da muss man dann mal ein bisschen gucken, nicht, dass es halt ausläuft, das ganze Gedönse. 1,7 ist noch drin. Jetzt habe ich doch zu wenig rübergeschickt. Wird knapp, dass ich noch alles rausnehmen kann, ne? Ah, okay, da ist doch noch mehr drin. Ja, seht ihr, hier waren die Sachen halt noch bei 100k, ne? Das ist dann halt doch noch eine andere Geschichte. 80k, 100k da oben. Okay, dann schicken wir halt nochmal ein bisschen mehr rüber. Das heißt, ich muss nochmal so 1, irgendwas Millionen rüberschicken. Ja gut, dann machen wir halt hier. Schicken wir halt nochmal 2 Millionen rüber, dann haben wir es auf jeden Fall. Ist ja eigentlich gut, ne? Dass wir mehr Gold drin hatten jetzt, als ich dachte. Okay. Gut, dann für verlorene Währung brauchen wir nicht. Dann kann ich jetzt noch auf meinen Monk gehen. Dann, hallo, kann ich das ziehen? Entsperren. Jetzt müsste es gehen. Keine Ahnung. Erstmal hier das falsche Frame gezogen. Das wollen wir hier lassen. Keine Ahnung, warum das nicht gelockt ist. Gut, dann logge ich mal um. Gut, dann sind wir beim nächsten Char, und zwar meinem Monk. Da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Verkäufe. Hier haben wir insgesamt 1129 Verkäufe. Das mache ich euch jetzt auch mal wieder groß. Und dann holen wir hier nochmal ein bisschen was raus. Da haben wir sogar noch einen Gürtel. Einen Stoffgürtel für 114k letztens verkauft. Krank. Anscheinend manchmal sind noch teurere Sachen dabei, ne? Vielleicht wenn sie gerade aus sind. Mit dem verkaufe ich halt die Schmiedesachen und Schneidersachen. Sowohl halt Legendaries als auch die 233 als auch 262er Sachen. Genau. Jetzt gucken wir mal, was da noch so rumkommt. Ihr seht, der Goldbetrag hier auf Antonidas alleine steigt schon. Vielleicht kriegen wir wieder 100 Millionen zusammen allein auf dem einen Server. Das wäre ganz nice eigentlich. Habe ich auf jeden Fall wieder ein ganz gutes Grunddepot, ne? Was ich hier auf dem Server quasi habe. Dann kann man uns vielleicht das ein oder andere teure kaufen.
Auf Blackmoor sieht es ja im Moment so ein bisschen blöd aus mit dem Lagern, aber naja, ich hoffe einfach, dass 9.2.5 bald kommt. Dann kann ich so meinen Hordenschatz zwischenlagern und dann dürfte das eigentlich auch schon wieder passen. Ich denke mal, wir werden wieder einiges investieren können, wenn dann 10.0 kommt. Hat Blizzard ja schon ein bisschen angekündigt, sie wollen großartig in die Berufe einsteigen. Anscheinend ist es dann auch so, dass du dich spezialisieren kannst in einem Beruf auf bestimmte Sachen. Da soll es auch nochmal einen eigenen Skillbaum geben. Und ich denke mal, das wird auch teurer werden, da alle möglichen Sachen zu skillen. Für mich als Collector schön, dass sie auch gesagt haben, dass man am Ende alles skillen kann und sich halt bei allem quasi spezialisieren kann, was aber auch für einen Goldmaker vielleicht relativ interessant sein kann, denn wenn das Ganze eine Geschichte ist, wo man vielleicht Sachen x-mal herstellen muss, wie jetzt bei den Legendaries, ist es natürlich für jemanden, der ein großes Startkapital hat, relativ easy, alles schnell hochzuziehen, um dann wieder guten Profit zu machen, ne? Aber da muss man mal abwarten, wie das System dann schlussendlich ist. Gut, jetzt sind wir bei 96 Millionen, jetzt kann ich mal gucken. Ich könnte auf dem Spartakus noch ein bisschen was zwischenlagern. Da habe ich aber schon 2000, also geht jetzt nur 999 und dann 700. Schauen wir mal, was wir jetzt noch rausziehen können. Muss ich da nochmal einloggen und dann kann ich vielleicht auf den Tela DH oder so nochmal was drauf basteln. Irgendwie diesen Dark Tele, ich weiß nicht, wo ich den habe, oder vielleicht habe ich auf dem auch schon ewig lang nicht mehr eingeloggt. Schauen. Normalerweise ist jetzt hier im Schneider nicht so lukrativ. Schmied eigentlich schon, aber mich wundert zwischendrin auch ganz hohe Schneiderverkäufe, ne, tatsächlich. Schneider hat halt immer das Problem, dass die Stoffsachen halt meistens so günstig sind, dass da viele Leute relativ einfach reinkommen, ne. Weil Blizzard da so ein bisschen gegengesteuert ist, ne, das Legendary-Based-Teil ist bei Schneider tatsächlich teurer als bei den anderen Berufen, weil Blizzard da halt dann einfach, anstatt dass du 50 Mats brauchst, 400 brauchst, ne, und selbst wenn die Sachen tendenziell günstiger sind als die Erze oder das Lederzeug, wenn du dann halt einfach das X-Fache brauchst, dann wird es halt trotzdem wieder teurer. Das Schöne ist natürlich immer, du kannst mit dem einen Beruf das Base-Teil herstellen, mit dem anderen nutzen, ne, und deswegen habe ich auch immer hier zwei Craft-Berufe gepaart, dann crafte ich quasi das Base-Teil mit dem, wo es günstiger ist, und tu mit dem anderen Ding das dann halt einfach verwenden und gut ist, oder mit beiden natürlich verwenden. So, jetzt schauen wir mal, 260 Verkäufe haben wir noch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal Cap rauskriegen. Ah, doch, ich denke, 1,4 Millionen haben wir noch drin. Müsste eigentlich schon nochmal Cap zusammengehen. Habe ich 100k gesagt? Ich meinte natürlich Millionen, sorry, wenn ich mich da vertan hatte. Das wäre bitter, wenn es nur 1000 wären, ne? Naja, hier kriegen wir nochmal Cap zusammen. Gut, jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich denn noch was? Ich könnte noch mal mehr auf dem DH ausschicken. War das doch, oder? Schicken wir auf den DH noch mal 2,5. Halt, nicht den, das ist der falsche Char. Auf den hier. Also mir ist es bis jetzt noch nicht passiert, dass ich größere Goldsummen auf den falschen Char geschickt hatte. Also tendenziell, ne, auch irgendein Char, der gar nicht meiner ist. Aber irgendwann, irgendwann wird es mir passieren. Was ich mal hatte, ich habe früher ja auch relativ viel Zeug geboostet und ich habe Sonderzeichen in meinem Namen drin. Ich habe den Leuten immer gesagt, bitte handelt mir das Gold, schickt mir das nicht. Einer hat es nicht gemacht und hat es dann an den Täler geschickt ohne Sonderzeichen. Tja, war das Gold halt weg, ne? 5-mal gesagt dem Kollegen, mach das bitte nicht, ich habe ein Sonderzeichen drin, handelt mir das. Aber naja, die Leute hören manchmal nicht so. Da war dann Gold weg, aber das war nicht mein Problem. Gut, wir haben jetzt hier noch 200 irgendwas K drin, dann schicken wir ihm nochmal, gibt das aus, ich schicke dem einen nochmal 300k rum. Dann müssten wir eigentlich hinkommen, dass ich das rausnehmen kann. Gut. Dann logge ich jetzt nochmal kurz um und dann schauen wir mal, was wir unterm Strich dann am Ende haben. So, Dala, ich habe jetzt mal erfolgreich noch durchgeloggt. Hier nehmen wir noch das Gold einmal raus. Und dann müsste ich eigentlich jetzt mit allen das Gold rausgenommen haben. Und ihr seht, das sieht schön aus, ne? Lauter Caps auf den Chars. Oder nahezu Caps. Wir haben jetzt alleine auf Anto 109 Millionen wieder, das ist schon mal ganz nice. Und overall sind wir jetzt hier bei 100,
120,344. Nochmal eintragen, 120,344. Und auf dem Second Account, auf dem Main Account, halt stopp, da sind wir bei 30,6 plus 1 Cap, 2 Caps und dann nochmal 6 Millionen, ne? Ich habe das mal zusammengezählt, das sind dann 56,689, das habe ich jetzt auch mal eingetragen in meiner Tabelle. Und am Ende kommen wir dann raus bei ziemlich viel, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal so viel gemacht haben, weil ich halt eigentlich ziemlich geslackt die letzten Tage. Sind wir bei 177 Millionen. Plus gemacht haben wir dann 34 Millionen, was halt fast so viel ist wie das letzte Mal. Das hätte ich nie und nimmer gedacht. Und Gewinn quasi ausgenommen der Konsumausgaben, also das, was ich einfach gewastet habe im Endeffekt, wären dann 35,5 Millionen. Ja, gut. Also ich hatte eigentlich gerechnet mit 5 Millionen Gewinn. Wir haben jetzt halt knappe 35 Millionen gemacht. Ist ein bisschen mehr, als ich dachte, aber okay, nehmen wir mit. Jetzt, so langsam geht's Richtung 200 Millionen. Ich muss, glaube ich, mal wieder ein bisschen mehr ausgeben, dass das Gold nicht zu schnell mehr wird, ne? Müssen ja schauen, dass wir hier down to earth bleiben. Okay, gut, dann sind wir jetzt eigentlich fertig mit dem kleinen Goldtagebuch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns in einem Monat wieder und dann gucken wir mal, was wir da dann noch so an Gold zusammenbekommen haben. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.